Hör auf! 3 Jahre zuvor. Ich bring dich um. Was? Ich mein's ernst, hör auf! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein! Mach das nicht! Es ist zu hoch! Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst. Ich mach Schluss mit dir. Owen! Ich liebe dich, Abby! Nicht! Owen! Ich bin hier, du Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Was ein Trottel. Oh, wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Tief Luft holen. Sie tauchen ins Aquarium. Ob sie zu der Zeit noch aktiv war? Tatsächlich. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Krass, die sind beide so jung, die wissen gar nicht, was ein Aquarium ist. Ja. Ich glaube, ich würde auch erstmal nicht drauf klarkommen. Was für ein Ort! Das ist bestimmt einer von diesen Zoos. Bloß für Fische. Klappe! Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. So eine Beschreibung vorhin war aber eigentlich sehr passend. Zoo, nur für Fische. So könnte man es einem Erstklässler auch erklären. Also das passt schon. Irgendwie freue ich mich gerade, das zu erkunden, auch wenn es mit Abby und Owen ist.
Weil ich fand das schon sehr faszinierend, obwohl es mit Ellie halt düster und zerstört war. Hilf mir mal damit. Yep. Und ganz offensichtlich verbindet dieser Ort die beiden ja auch. Na los. Weshalb sich Abby sehr sicher war, dass sie Owen hier finden wird, in der Gegenwart. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Ja, ich schätze mal, hier gibt's die Seerobben- und Delfinen-Show. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Kann ich das auch machen? Du bist ein Spinner. Yo! Nice. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Meine eigene Yacht. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Oh, voll cute. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Die Wolves gab's also damals auch schon. Die beiden sind aber wohl erst nach der endgültigen Zerschlagung der Fireflies gejoint, oder gab es einen anderen Anlass? Wir werden es vermutlich bald erfahren. Okay, genug von diesem Boot. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar, auf geht's. Okay. Sehr gerne. Warte nicht auf mich, du musst mich führen. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Hier rein wahrscheinlich. Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Yep. Hier. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, glaube ich gern. Wir sehen uns schnell mal um und dann... kehren wir zurück. Mhm. Ja, nur dass das noch gar nichts ist und du mich noch anflehst zu bleiben. Träum weiter. Wart's ab. Man sieht's bei ihr noch nicht, aber... die trainiert schon länger. Oh mein Gott. Oh, was ist das für ein geiler Raum? Sieht man nicht jeden Tag. Richtiges Vorzeige. Aquarium. Guck mal hier. Hey Owen, keine Punkte. Sieh mal. Tja, ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also... guter Konter. Trotzdem hat sie recht. Wie dick ist das Glas? Sollte sehr dick sein. Ich meine, da darf ja nichts passieren. Da ist ein Aquarium am Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Meinem Dad würde es ihr gefallen. Ja, er wäre ganz aus dem Häuschen. Ja.
Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Da ist eine Notiz. Kinder, wenn ihr das findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Die Seraphiten verkaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Im Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beide sicher seid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich konnte keine Antibiotika finden. Ihr sollt beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky, pass weiter auf Max auf. Das schuldest du ihm. Dad. Ist das von der Familie, die wir da in dem Boot gerade... Oh, shit. Dass es für sie kein Happy Ending gab, das war ja auch klar. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Kein guter Start. Wir erfahren, was aus den Kindern wurde. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Ich denke, die haben hier so lange wie möglich versucht zu überleben. Max Spielecke. Aber dass sie hier auch so lange allein bleiben konnten. Ohne, dass irgendjemand anderes auf die Idee kam. Wir müssen mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht fürs Erste. Ja, haben sie gegessen? Oh Gott. Der Vater. Ist er krank geworden oder warum? Weil er scheint ja nicht... Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Er scheint ja nicht gebissen worden zu sein, oder? Er hat Antibiotika gebraucht, hat es aber nicht bekommen. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur seine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen, sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Oh, das ist bitter. Und wenn ich das Zeichen unten rechts richtig deute, sind sie zu den Seraphiten gegangen. Seine Kinder haben sich den Skars angeschlossen. Scheiße. Ja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Skars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Das ist nicht dasselbe. Ich sag ja nur... Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Alle haben ihre positiven und negativen Seiten, da bin ich mir ziemlich sicher. Was meinst du, wie spät es ist? Ich weiß es nicht. Wir haben Zeit. Ich schätze mal, der Vater hat es dann einfach nicht verkraftet.
Aber ich kann auch die Kinder verstehen. Also, wenn er wirklich einfach nur zugesehen hat, wie seine Frau ermordet wurde, ist das schon heftig. Allerdings haben wir die Situation ja auch nicht gesehen. Vielleicht hatte er als erstes direkt seine Kinder im Kopf und dachte sich so, ich muss jetzt die beschützen. Es hat eh keinen Sinn. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, dass du dann als Sohn dir auch denkst, so, fuck? Schreckliche Welt. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er so viel Angst davor hat, wie ein Mann zu handeln. Du verdienst es, in einer Gemeinschaft zu leben, die starke Charaktere wie dich unterstützen kann. Und Max erst recht. Er ist noch so beeinflussbar. Wenn dir etwas in deinem Bruder liegt, solltest du ihm mit ihm fortgehen, bevor er die Schwächen deines Vaters übernimmt. Wir kommen in 5 Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stellt eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe an. Sie führe dich. Oh, okay. Der Junge wurde aber auch von den Seraphiten manipuliert. Wie das ganz typisch für solche fanatischen Gruppen ist. Ja, das ist ein ganz belastendes Familiendrama hier. Tut weh, das zu erleben. Alter, ich hasse dieses Gas. Die sind wirklich das Negativste in dem Spiel bislang. Der Sohn war enttäuscht von seinem Vater, war offen für Manipulation. Und der kleine Bruder, der sowieso. Für den Vater war das dann der endgültige Knick. Frau verloren. Kinder wenden sich gegen dich. Bist krank. Ich glaube, der wollte einfach nur noch sterben. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft. Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Sie hatten ja auch genug Zeit. Ich frage mich nur, wie konnte das passieren? Ich meine, den Bildern nach zu urteilen, denkt man, ja, das war eine richtig fröhliche Familie. Trotz den Umständen, in denen sie leben müssen. Aber dann, dieses eine Ereignis änderte alles. Das Weite Meer Ausstellung. Wenn ich die Bilder so sehe, dann sehe ich sehr viel Hoffnung in den Kindern, aber mit einem Mal zerschlagen. Scheiße. Lass sie jetzt runter, oder was? Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geht doch. Der Typ ist so ein Dulli. Hör ich dir die an? Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Erstens Gas auch nur gejoint, weil er
eine neue Perspektive brauchte. Hoffnung gesucht hat. Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Ja. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Tja, anders als der Vater der Kinder hat Abby bei Joel direkt gehandelt. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat... Scheiß auf Danny! Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Ja, moin. Willst du gesehen werden? Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Also eine Begleitung ist doch eigentlich immer besser als alleine unterwegs sein, oder nicht? Aber gut. Für Abby gelten andere Regeln. Ja, und ob diese Rache jetzt so klug ist, das muss sie selber wissen. Wobei jetzt in der Gegenwart ist es ja schon passiert. Aber bezogen auf die Geschichte mit dem Vater hat Abby halt genauso gehandelt, wie es der Sohn gerne von seinem Vater gesehen hätte. Hat's was gebracht? Abs, was machst du da? Wusstest du, dass hier jemand wohnt?
Ich habe mich auch gefragt, wie die Tiere in dem Aquarium überleben konnten. Also es muss sich doch eigentlich jemand darum gekümmert haben, oder? Geht doch gar nicht anders. Was ist das? Oh, mein... Nein. Dein heißes spanisches Flüstern? Hey, hey! Das ist privat. Oh mein Gott. Das hier ist deins? Sag mal, wie viele Liebesnester hast du eigentlich? Okay, pardon. No hablo inglés. Ernsthaft? Lol. Ich konnte es jetzt aber auch gar nicht lesen. Ich denke, das Dokument bekommt man auch nicht wieder. Naja, das ist das Schöne an einer Aufnahme. Ihr könnt pausieren und es euch durchlesen. Hey. Danke. Hierfür? Ja, und alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Komm schon, Abs. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Das stimmt, Neil. Sieht gut aus. Na los. Let's go. Schöner Sunset. Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich gebe mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Okay. Richtung Sonnenuntergang. Wird mit Sicherheit kein schöner Abendspaziergang. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Erneut geht nur darum, den Checkpoint bei Ellie zu erreichen. Von mir aus kann hier passieren, was will. Aber wir müssen ja hier durch. Wie viel Stuff man mit ihr immer findet, ne? Aber es gab bislang nur eine Werkbank. Oder habe ich eine übersehen? Weil irgendwie... finde ich das schon ein bisschen seltsam. Toll. Schüsse. Großartig. Es wartet Action auf uns, Freunde. Habe ich eigentlich einen Schalldämpfer? Oder kann ich einen machen? Ich kann einen machen. Okay. Und ich könnte auch... habe ich das nicht schon mal aktiviert? Ich meine, das habe ich schon mal aktiviert. Wurde das nicht gespeichert? Das ist nämlich manchmal so, wenn du speicherst, wird nicht immer genau das gespeichert, was du geschafft hast, sondern es gibt da so seltsame, unsichtbare Saves in dem Game und die zählen. Selbst über dem manuellen Speichern, weil ich... Was stinkt hier so? Keine Ahnung. Ich speichere natürlich jedes Mal ab, wenn ich einen Part beende. Aber, uiuiui. Noch frisch. Der stinkt so. Oh, hier ist sogar Upgrade, cool. Das wollte ich immer schon lesen. Aber das gab's schon so oft, dass ich Sachen nachholen musste, wenn ich dann diesen Spielstand geladen habe. Weil das einfach... Warum kann ich das nicht lesen? Ich... Okay. Konnte es nicht lesen? Egal. Schaltet sowieso nur einen weiteren Skilltree frei hier. Einen weiteren Ast. Impuls. Nachdem du einen Schlag mit einem Schlag... Digga. Einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb eines kurzen Zeitfensters dein nächster Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Okay. Also einfach immer schön zuschlagen, wie sich's für Abby gehört.
So, und du siehst nach Scar aus, so ist es auch. Meine Freunde, vergebt mir. Ich habe euch enttäuscht. Ich bin vor einem Trupp Wulfs geflohen und dabei auf eine Gruppe Dämonen gestoßen. Sie haben mich überrumpelt. Wenn mir unsere Prophetin gnädig ist, werde ich sterben, bevor die Verderbtheit einsetzt und ich die Kontrolle über meine Sinne verliere. Jetzt sehe ich deutlicher als je zuvor die Rechtschaffenheit unseres Weges und die Schlechtigkeit der Wulfs. Ich werde glücklich sterben mit der Gewissheit, dass ich eine kleine Rolle bei der Wiederherstellung der Reinheit unserer Spezies in der Welt gespielt habe. Solltet ihr mich finden, verbrennt mich und sprecht ihre Worte über meinen Überresten, Henry. Tja, nein. Du kannst ja verrotten. Das stimme ich dir ausnahmsweise mal zu. Anders, Lost. Ja, die Schwächsten und Hoffnungslosesten der Hoffnungslosesten tritt den Scars bei. Das ist halt so. Da sind auch viele dabei, die vielleicht gar nicht böse sind. Die einfach keinen anderen Ausweg sehen. Das ist einfach traurig. Noch mehr Schüsse. Schon mal vorladen. Na klar. Ich steige über die Mauer. Mist. Ja, ich habe jetzt nicht die beste Nahkampfwaffe. Ich denke, ich stelle lieber Messer her. Ja. Wobei ich mir jetzt natürlich auch nicht sicher bin, dass ich das schon mal aktiviert habe. Aber alles, was ich über das Speichern gesagt habe, das stimmt. Das hat mich echt schon oft aufgeregt. Ah, da hoch. Ich meine, wenn du ein Spiel speicherst, dann sollte auch wirklich das aktuelle Abbild gespeichert werden und nichts anderes. Das ist echt blöd. Ich mag so Spalte nicht. Aber bislang immer nur schlechte Erfahrungen mit gehabt. Natürlich, auch dieses Mal. Ja. Ich sag mal so, gut, dass wir die Messer hergestellt haben.